Ja, hallo Leute, ich bin's, euer Radi. Ja, euer Radi hat heute mal wieder eine letzte Aktion vor mit dem 2- und 3-Leiter-System, und zwar nach dem Motto alles auf einem Gleis. Hatte ich euch ja gesagt, da machen wir noch einen zweiten Teil von, und das ist jetzt heute der 2.2 sozusagen. Und da will ich dann die Sache abschließen und euch eben noch die letzten Ergebnisse mitteilen. Okay, also der Radi ist schon an, wie ich sehe. Jo, und die Anlage ist auch schon da. Und ja, was gibt's zu sagen? Ich habe das jetzt alles so gemacht, wie ich es hier vorhatte, mit meinem Oval, mit meinen vier Weichen. Das ist alles angeschlossen. Ich habe jetzt mal drei Lokomotiven draufgesetzt auf die Gleise. Das Gelbe heißt, das sind Zweileiter-Lokomotiven, die hier über die Aktionen, über die Relais, ich sag mal, aktiviert werden. Und das ist eine Dreileiter-Lok, die hat keinen, da ist nichts aktiviert, das heißt, da sind die Relais noch abgefallen. Ja, und so funktioniert es. Und das will ich euch jetzt mal eben zeigen. Und zwar im Prinzip in drei, vier Schritten. Das heißt, ich zeige euch einfach mal, wie es jetzt funktioniert. Dann gehen wir noch mal eben kurz noch mal einen Blick auf die Hardware, wie ich das jetzt gemacht habe mit den Relais. Und dann will ich euch noch ein bisschen erzählen, was ich hier mit der Software noch ein bisschen geändert habe. Und ja, und dann am Ende schauen wir uns das Ganze noch mal an. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Also vorweg zu sagen, sei es funktioniert alles so, wie ich mir das gedacht habe. Und das ist eine echt schöne Sache. Und ja, ich denke mal, das ist was für mich. Und vielleicht für den einen oder anderen auch. Und so, dann zeige ich euch mal, wie es läuft. Ich gehe halt hier auf den Button, starte alles. Und da sage ich jetzt, starte alles gleich. Und das mache ich extra deswegen, weil die Kamera schon mitläuft. Und dann habe ich einen besseren Punkt, wo ich das Ganze synchronisieren kann. Also, ich starte jetzt. Jetzt sieht man schon an dieser Stelle, dass es losgeht. Die Reservierungen werden gemacht. Ja, okay, die Kamera läuft, die erste Lok kommt. Das Umschalten funktioniert auch gut. Die Nummern, die ihr gleich dann sehen werdet auf dem Video 2 und 3, ist logischerweise eine 2- und eine 3-Leiter-Lok. Und ich muss das dann halt irgendwie ein bisschen zusammenschneiden, damit das dann halt auch ein bisschen synchron läuft. So, im Moment fährt die 185er, ja, die kommt von hier oben und läuft hier unten in den Hauptbahnhof rein. Und wenn sie hier ist, wird das Gleis wieder frei gemacht. Und jetzt kommt die nächste Reservierung für die E64 wieder, die da hochfährt. Und die WR18, die kommt dann nachher hinten rum und fährt dann halt auf das gerade Gleis im Hauptbahnhof hier Gleis 1. Ja, man sieht also, das sieht jetzt zugegebenerweise ein bisschen blöd aus mit den Nummern, aber gibt ein bisschen Übersicht beim Ausprobieren. Und ja, jetzt kommt die 185er, die fährt dann hier auf das Gleis 1 im Schattenbahnhof, nennen wir es mal so. Okay, so, dann kommt die 84er, die 64er wieder, also sprich, genau wieder. Und die fährt hier unten wieder rein. Und das schaltet immer schön um. Man sieht es halt also hier an diesen Relais, wie sie halt hin und her schalten. So, die fährt hier. Jetzt kommt die 18 hier oben rein. Und macht das Gleis wieder frei. Und somit kann das nächste, und das wird in dem Fall umgeschaltet, hier auf 2 Leiter. Und das ist die. So, ich will euch jetzt nochmal die Hardware ein bisschen zeigen. Also das ist wie gesagt der Lodirektor und der Booster, die zusammenarbeiten, also als Steuereinheit und als Booster für den Fahrstrom. Daneben habe ich jetzt hier den Shift Commander und den Lodi Operator 4 mit den für die Weichenantriebe, weil ich ja vier normale Märklin-Weichenantriebe habe. Und jetzt gehen wir weiter dann zu dem eigentlichen, zu dem Lodi Operator 16. Das heißt, der liefert mir praktisch die Umschaltkontakte für die Relais, die dann hier an dieser Stelle jetzt hier aufgebaut sind.
Dazu habe ich mir so eine Relaisplatte gemacht. Und ja, das sind alle so jetzt sinngemäß angeordnet, wie jetzt mein Oval ist. Und man sieht, einige sind geschaltet. Ja, warum? Weil wir ja schon zwei Leiter-Loks drauf haben. Die sind dann aktiviert, der Rest ist eben nicht aktiviert. Das Ganze geht dann weiter mit dem Lodi S88 und diesen beiden Lodi Besetztmeldern, die ich dann halt eben für die normalen Besetztmelder brauche, die dann sowohl für zwei und auch für drei Leiter gelten. Im Moment sieht man hier, dass der Besetztmelder 5 aktiv ist und ja, soweit, so gut. Gut, das Ganze ist halt hier auf meinem Brett. Das sieht halt ein bisschen durcheinander, ein bisschen unschön aus, aber hierfür muss es jetzt reichen. Also das wäre die Hardware nochmal im Überblick. Zu den Relais kommen wir dann gleich nochmal, weil da habe ich noch ein bisschen was umprogrammiert und da will ich dann auch noch sagen. Ja, hier sind wir wieder. Nachdem wir uns jetzt also die Hardware angeguckt haben, will ich noch ein kurzes Änderungsprogramm bekannt geben, beziehungsweise ich habe was geändert und das ist nicht viel, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja, man sieht hier die, ich sag mal, den Gleisplan jetzt im Ruhezustand. Die Anlage ist an. Man kann es hier unten sehen, also der Rektor und der Lodi. Shift Control und der S88 Commander sind alle aktiviert. Die WLAN-Maus ist aktiviert, also alles ist da. So stehen die Züge im Moment drauf, wie wir sie angehalten haben nach der Testfahrt. Und ja, was habe ich noch geändert? Also im Prinzip ist es die Testanlage von Logstor Digital, die ich dann halt leicht modifiziert habe. Und zwar wie folgt: Ich gehe mal hier rein in das Gleisbild. Und man sieht hier, also man hat ja die Rückmeldungen, man hat das Zubehör, die Weichen und so weiter. Fahrwege sind jetzt keine da. Die Blöcke, die entsprechend angelegt wurden, die Bahnhof oder Bahnhöfe und die Aktionen. Und bei den Aktionen ist es eben sehr entscheidend jetzt in diesem Fall, dass man halt eben die Umschaltung macht, eben von zwei auf drei Leiter. Und da gibt es dann immer wiederum, wie zum Beispiel hier beim Hauptbahnhof Gleis 1, da gibt es einen Umschalter, der auf zwei Leiter umschaltet und es gibt eine Aktion, die vom Gleis 1 Umschalten auf drei Leiter macht. So, und dieses Umschalten auf zwei Leiter, ich gehe mal da drauf und mache mal einen Doppelklick, dann heißt es bei dieser Aktion, da gibt es eine Bedingung und hier heißt es dann, das hatte ich schon mal in dem Teil 2-1 erklärt, da heißt es dann zum Beispiel Hauptleiter, sag ich schon, Hauptbahnhof, Gleis 1, eben wenn zwei Leiter gefahren werden soll, also die Gattung zwei Leiter, dann wird der Block reserviert. So, und wenn er reserviert wird, was muss ich dann machen? Dann schalte ich das Relais, also dieses Relais, was dann eben die Umschaltung vornimmt, das schalte ich dann auf aktiv, damit es dann eingeschaltet wird. Okay, soweit, so gut. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Weil es passiert dann Folgendes: Man fährt durch die Gegend und alle Relais werden irgendwann eingeschaltet und bleiben aber eingeschaltet und warten darauf, dass sie wieder zurückgeschaltet werden, nämlich in den Dreileiterbetrieb. Ich habe es jetzt insofern geändert, dass ich halt hier nochmal einen zusätzlichen Umschalter, und zwar immer dann, wenn zwei Leiter gefahren wurde, dass dieses Zweileitergleis wieder freigegeben wird im Prinzip. Weil das Grundprinzip ist ja dieses, dass erstmal fahre ich alles mit drei Leiter, da ist überhaupt nichts eingeschaltet, also alles in Ruhezustand. Und wenn ich dann aber mit zwei Leiter fahre, dann fahren die Relais und damit sie nicht ewig und alle Tage anbleiben, schalte ich die wieder aus. Und das mache ich hiermit. Das heißt also, ich habe jetzt eine zusätzliche Aktion hier einprogrammiert und die heißt eben Hauptbahnhof Gleis 1 Umschalter zwei Leiter freigeben wieder. Und das gibt es dann bei dem Block und das gibt es überall. Das heißt, überall, wo zwei Leiter geschaltet wird, mache ich dann auch den zwei Leiter wieder frei. Und ich klicke mal hier drauf. Na komm, ein Doppelklick ist mal ganz gut. So, und der heißt jetzt eben genau andersrum. Das heißt, hier heißt es dann eben genau, wenn ich oder eine Bedingung lautet dann eben halt, wenn das Gleis, Hauptbahnhof Gleis 1, zwei Leiter von der Gattung benutzt wird, dann muss es auch hinterher wieder freigegeben werden. Und dieses Freigeben erfolgt dann
Oder andersrum gesagt, ist es eben hier, die Veränderung heißt eben dann, wenn das Hauptleiter, das ist ja alles Blödsinn, was ich hier erzähle, wenn das Hauptbahnhofsgleis 1 vom Zweileiter, von der Gattung Zweileiter nicht mehr benutzt wird, also freigegeben wird, so muss man das jetzt sagen, dann schalte ich es um. Und zwar dann schalte ich dieses Relais, was dafür die Umschaltung ist, auf inaktiv. So, also das heißt, ich schalte es dann wieder aus. Und das passiert in dem Fall an allen Stellen, wo ich durchfahre. Und das kann man vielleicht sehen, das muss man dann ein bisschen beobachten. Bedeutet also, wenn ich hier losfahre mit einer 185er Lok als Beispiel, die steht jetzt in welcher Richtung drauf? Die steht jetzt halt vom Richtungspfeil hier, dass hier nach rechts rausfährt. Das heißt, wenn die nachher losfahren sollte wieder im Testbetrieb oder wie auch immer, dann schaltet sie ja erstmal hier diese Blöcke ein. Und dann, wenn sie hier oben angekommen ist, zum Beispiel hier, dann wird ja praktisch durch das Ankommen hier, wird ja diese Strecke wieder freigegeben. Und wenn diese Strecke freigegeben wird, wird automatisch diese Zweileiter-Umschaltung wieder ausgeschaltet, so dass sie also hier wie, na, sagen wir mal, in Grundstellung ist. So, das führt dazu, dass die Relais eigentlich nicht immer an sind, sondern immer nur dann kurzzeitig eingeschaltet werden, wenn ein Stück Strecke benutzt wird. Und ich denke mal, das macht vielleicht Sinn, einfach nur um, also ich sag mal, um zu verhindern, dass die Relais vielleicht ewig angezogen da rumstehen oder aktiviert sind und halt, ich sag jetzt letztendlich mal, Strom verbrauchen, warm werden und sonst was, das muss ja alles nicht sein. Nachteil wäre vielleicht, dass die Relais natürlich dann jetzt halt häufiger geschaltet werden als vielleicht vorher. Muss man also mal sehen, ob es das bringt. Okay, also das wäre die Änderung, die ich noch sagen wollte. Dann gehen wir jetzt mal eben hier nochmal in die PowerPoint und dann kommen wir letztendlich zum Ende. Und ich schalte mal eben hier um. Wo ist meine PowerPoint? Da ist sie. So. Und ich gehe mal eben da drauf. Ich will das nicht alles hier wiederholen. So, es gibt dann halt einen Punkt, der heißt Fazit. Und den will ich noch eben ansprechen. Und dann sind wir eigentlich durch mit der ganzen Sache. Ich gehe da mal drauf. So, ach so, ja, bam. Genau, hier muss ich dann noch mal eben etwas hinzufügen. Also klar, Fazit jetzt am Ende, wo alles funktioniert für mich, muss ich sagen, Thema Hardware, Thema Gleise. Da ist es so, dass ich, wie gesagt, die C-Gleise verwende. Und für mich und für andere, haben wir schon gehört, gibt es durchaus ein Problem, dass zwei Leiter-Loks nicht so wahnsinnig gut eventuell darüber laufen. Weil, das habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt, die Herzstücke teilweise eine sehr schlechte Verbindung haben, was im Normalfall bei Dreileiterbetrieb nicht so auffällt, weil ja die Achsen gebrückt sind. Und dann nehme ich mir halt, ich sag mal, von der Achse, den, wenn man so will, den Minuspol und dann fällt es vielleicht nicht so auf. Aber wenn ich dann mit Zweileiter fahre, fällt es sehr wohl auf. Was muss man also machen? Man muss diese Herzstücke letztendlich nochmal nachlöten. Was aber wiederum auch sehr schlecht ist, sozusagen, weil die Gleise lassen sich, ich weiß nicht, was es für ein Material ist, aber das Material selber lässt sich sehr schlecht löten. Es geht aber. Dazu gehe ich mal einen Schritt zurück und habe hier noch was eingefügt in der normalen PowerPoint, beziehungsweise ich habe hier nochmal diese Sache eingefügt. Also die Herzstückumschaltung bei den Weichen sind halt hier ein bisschen grau gekennzeichnet, hier. So, das ist jetzt die Adressenübersicht, so wie ich es halt aufgebaut habe. Das habt ihr ja gesehen auf dieser Platte. Und wenn ich dann diese Weiche habe, dann wird sie einerseits hier getrennt an dieser Stelle und andererseits gibt es aber hier eine kleine, sage ich mal, Nichtverbindung oder nur eine relativ schlechte Verbindung und hier auch nochmal. Und diese Verbindung muss man oder habe ich jetzt einfach mal nachgelötet, weil eben auch teilweise die Loks an dieser Stelle hängen geblieben sind nicht sauber durchgekommen, man musste sie nachschieben und so weiter. Heißt also, ich habe jetzt hier, wie man das hier sehen kann auf dem Bild, ich habe also hier einen Lötpunkt reingesetzt, der dann irgendwie halt, naja, sagen wir mal, eine mittelprächtige Verbindung hat zu eben diesem V-Stück hier, also zu diesem feststehenden V-Stück, was dann halt bis dahin geht, an diese Stelle. So, das bedeutet, mein Herzstück geht letztendlich von hier
über diesen Punkt, über diesen Mittelpunkt letztendlich auf die beiden Stücke, die hier angeschlossen sind. Und das führt dann eben dazu, das sieht vielleicht nicht schön aus, hilft aber ungemein, das führt dazu, dass die Loks deutlich besser laufen, also die Zweileiter-Loks. Und ja, und hier sieht man halt mal eine etwas schönere, mal eine etwas schlechtere Lötstelle. Das ist also ein bisschen tricky, muss aber in dem Fall, denke ich mal, gemacht werden. So, wie das Ganze dann letztendlich mit einer Doppelkreuzungsweiche aussieht, das weiß ich selber noch nicht. Muss ich selber noch mal gucken, weil ich habe jetzt keine übrig. Ich hatte jetzt auch keine Gelegenheit, das zu testen. Ja, und generell sollte man sich die Frage stellen, oder habe ich sie mir gestellt, ist es vielleicht sogar besser, K-Gleise jetzt zu nehmen? Das müsst ihr aber auch noch mal ausprobieren, weil, ja, ich sag mal, lieber wären mir eigentlich schon fast die K-Gleise, weil sie eben schön leise sind. Sie sehen vielleicht sogar ein bisschen schöner aus, ist Geschmackssache, aber vielleicht wären sie auch hierfür besser geeignet, weiß ich jetzt nicht. Wäre den Versuch nochmal wert. Ja, das war Hardware. Löten haben wir gesagt, alles klar. Dann iTrain an sich selber, iTrain oder Train Controller, also Software, wenn man so will. Grundsätzlich muss man nochmal wissen, dass die Weichen nicht unter den Loks oder Zügen schalten dürfen, wenn ich halt von 3 auf 2 Leiter umschalte oder entsprechend umgekehrt, weil es sonst zu einem, in dem Fall, Kurzschluss kommen kann. Zum etwas besseren und sicheren Laufen und Fahren, Fahrbetrieb, sagen wir es mal so, habe ich dann die Rückmelder Ausschaltverzögerung auf 2,5 plus nochmal eine Sekunde gesetzt, sodass ich im Endeffekt 3,5 Sekunden habe. Heißt, wenn ein Zug über eine Weiche fährt, was ja erkannt wird oder beziehungsweise was ja über den Rückmelder gemeldet wird, dann wird das Ausschalten letztendlich um 3,5 Sekunden verzögert, damit die Lok bzw. der Zug sauber die Weiche verlassen hat, damit eben dieses Schalten unter den Zügen nicht passieren kann. Das funktioniert sehr gut und stellt auch keinen Nachteil jetzt dar. Also ich sage jetzt mal, da ist es halt die Zeit, die das so ein bisschen, ich sag mal, verbessert, das ganze Fahrverhalten. Letztes Wort, ja, zur Geschichte Lokstore Digital, also zur Hardware. Da hat es jetzt überhaupt keine Probleme gegeben. Das hat so funktioniert, wie man mir das erklärt hat. Also war eine super Sache. Zu den Schnittstellen jetzt, die jetzt benötigt werden, da muss man sagen, es ist in iTrain vorhanden. Das habe ich jetzt ausprobiert. Rockrel weiß ich nicht, ist aber auch vorhanden. Und WinDigiPad ist auch vorhanden, sollte also dementsprechend auch funktionieren. Was jetzt, wenn ich jetzt hier fertig bin, für mich auf mich zukommt, ist, das Ganze jetzt im Train Controller mal auszuprobieren. Das wird jetzt allerdings ein so gesehen kleines Problem werden, weil im Train Controller gibt es diese Schnittstellen für Lokstore Digital nicht. Oder besser gesagt, genauer gesagt, die gibt es nur teilweise, nämlich für den S88 Kompatibilitätsmodus, der mir aber hier nicht viel bringt. Und damit, sage ich mal, hilft mir das auch an dieser Stelle eigentlich nicht weiter. Heißt also, ich kann die ganze Hardware jetzt wieder ausbauen, beziehungsweise muss sie dann entsprechend ändern, dass ich den gleichen Test dann mit Train Controller machen kann. Ist eine blöde Sache, gefällt mir nicht, und aber es ist nun mal so. Okay, das wäre jetzt eigentlich mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte. Damit würde ich sagen, bin ich durch mit dem Thema 2 und Dreileiter-System auf einem Gleis, also alles auf einem Gleis. Ja, ich denke, ich mache da weiter, und ich denke, meine Weihnachtsanlage wird dann wahrscheinlich in diesem Jahr mit diesem System ausgerüstet werden. Entschuldigung, und ja, dann hätte ich die Möglichkeit, meine amerikanischen Loks da in Verbindung einmal auf 3-Leiter und 2-Leiter zu fahren. Das passt ganz gut dafür. Und wenn ich denn im dritten Schritt, wie ich das angekündigt habe, dann vielleicht meine eigene Anlage noch ein bisschen ändere oder nur teilweise ändere, dann denke ich, ist das auch eine Sache, die ich da machen werde. Auf vielleicht 1-2 Gleisen, aber wie gesagt, alles nicht. Also für eine neue Anlage würde ich sagen, ist das eine Sache, die man vielleicht überlegen könnte. Für eine bestehende Anlage ist der Aufwand relativ groß. Und da werde ich es persönlich dann nicht komplett machen, sondern eben nur teilweise. Ja, Leute, also ich möchte mich in aller Form bedanken
bedanken dafür, dass ich diesen Test jetzt mal machen durfte. Das tue ich hiermit bei der Firma Blockstore Digital. Ich möchte euch allen alles Gute wünschen im Moment, weil die Pause doch ein bisschen größer wird jetzt, weil, wie gesagt, mit dem Umbau und so weiter. Dann wünsche ich euch allen, wie gesagt, eine Corona-freie Zeit. Bleibt gesund, werdet wieder gesund, was auch immer. Und euer Radi freut sich, wenn ich den einen oder anderen Anruf von euch kriege. Bedanken möchte ich mich auch, oder muss ich mich ganz klar, will ich auch für die 1650 Abonnenten. Das ist schon wiederum eine Nummer, die mich sehr freut. Jo, und deswegen an dieser Stelle verabschiedet sich jetzt der Radi erstmal in, na sagen wir es mal, die Sommerpause, und dann gucken wir mal weiter. Also meldet euch, wenn es ein Problem gibt, keine Frage, euer Radi ist da alle Tage oder wie auch immer. Ne? Also euer Radi macht jetzt Feierabend für heute. So, da ist er weg und tschüss.